Guten Morgen. Es läuft. Guten Morgen im Quest Club, im Yoga. Mit Monika heute. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Danke, dass du da bist. Und mit dem wunderschönen Hintergrund hinter uns. Bevor wir starten, vielleicht wollt ihr euch entweder ein Buch, der etwas dicker, ein bisschen kleiner, nicht so groß oder einfach etwas, oder du bist ja schon gut ausgestattet, auch gerne ein Block, ein kleines Kissen oder eine Decke. Und falls du einen Schal hast, ich glaube jeder, momentan ist Schallzeit, hat jeder einfach einen Schal, oder wenn du wirklich gut ausgestattet bist, einfach so ein Gurt. Du kannst es jetzt dir holen oder vielleicht hast du das schon bereit. Wir haben heute Thema Rückbeuge. Ich mag das Thema sehr gerne, weil es ist für mich nicht nur um die Wirbelsäule irgendwie flexibel und beweglich zu machen, sondern für mich ist es auch ein Teil vom sich zu öffnen, Schulter zu öffnen, Herz zu öffnen, auch die Haltung zu verändern, das heißt, sich aufzurichten, auch aufrecht zu gehen, selbstbewusster zu gehen, zu stehen, aufzutreten. Was fehlt dir zum Herzöffner also ein? Ich auch als Rückenprofi genau, würde ich total gerne was dazu sagen. Achte darauf, dass du bei der Rückbeuge erstmal dein Fundament aufbaust, dass du immer guckst, dass du von innen nach außen arbeitest. Das heißt immer die Körpermitte aktivieren, Bauch zum Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst. Und wenn du in der Rückbeuge noch einen kleinen Twist einbauen möchtest, dann schau immer, dass du immer die Länge erzeugst, die Wirbelsäule lang ziehst, deine Scheitelkrone zum Himmel und dann erst in der Rückbeuge gehst. Ja. Und geh auch nicht zu weit, schau eher, dass du dein Brustbein nach vorne öffnest und damit nicht zu der Kompression in den unteren Rücken kommt. Das wäre jetzt von meiner Seite. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Aspekte tatsächlich, dass man wirklich die Wirbelsäule erstmal dann gesund drehen, beugen kann, wenn du die in erster Linie erstmal lang ziehst. Und wie gesagt, das ist schon, wie die Bewegung sagst, öffne deinen Brustkorb, zieh dein Brustbein nach oben, das heißt, dein Herz, lass dein Herz einfach raus. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du dann einfach uns vielleicht deine Anregung schreibst, was ist für dich ein Herzöffner, oder weil wir lassen uns immer gerne von euch inspirieren oder was ihr darüber denkt oder was ist für euch Herzöffner. Ich denke, ihr habt jetzt die ganzen Hilfsmittel euch geholt und ich würde sagen, wir starten. Ja. Ja. Komm in den Vierfüßlerstand. Schau, dass die Sachen griffbereit irgendwo daneben sind. Und wie die Monika schon vorher gesagt hat, bau erstmal dein Fundament auf. Das heißt, platziere deine Hände unter deine Schulter und fächer deine Finger richtig weit. Bring deine Knie unter deine Hüfte. Streck die Arme und stell dir vor, du schraubst deine Ellbogen nach innen. Zieh dich aus den Schultern heraus, zieh deine Bauchnabel nach innen. Und letztes Mal habe ich auch eine tolle Inspiration von der Monika bekommen, dass man in die Katze mal auch einatmen soll, um die Länge zu schaffen. Atme erstmal ein und jetzt komm in den Katzenbuckel, atme aus. Mach dich erstmal rund, erstmal nur minimal. Zieh dein Kinn Richtung Brustbein und jetzt schau, wenn du jetzt in die Katze wieder einatmest, wie sich das anfühlt, wie sich das in deinen Flanken anfühlt, zwischen deinen Schulterblättern sich anfühlt.
atme vollständig nochmal aus. Und mit dem Einatmen komm in den langen Rücken, in den Pferderücken. Und jetzt atme auch in den Pferderücken aus. Schau, wie sich das für dich anfühlt. Atme nochmal tief ein. Und mit dem Ausatmen komm wieder in die Katze. Atme auch hier wieder in die Katze ein. Und werde dir bewusst, wir haben Herz nicht nur vorne, sondern wir haben auch Herzöffner an unserem Rücken, weil wir haben auch vorne und hinten Herzöffner. Und mit dem Einatmen komm nochmal in den langen Rücken. Atme auch in den Pferderücken aus. Mit dem nächsten Einatmen mach dich wieder in neutrale Position. Und mit dem Ausatmen komm in die Kindspose. Einfach für ein paar Atemzüge. Und leg jetzt nochmal bewusst die Arme neben deinen Körper. Lass die Stirn auf dem Boden ankommen. Und atme nochmal zwischen deine Schulterblättern in die Rückseite von deinem Herzen. Und mit jedem Ausatmen sink tiefer Richtung deine Fersen. Und hier hast du die Möglichkeit, deine Wirbelsäule tatsächlich leicht rund zu machen, auch in der Rundung zu strecken. Und vielleicht magst du dich fragen, was ist jetzt gerade deine Herzangelegenheit? Was ist dein Herzthema? Was hast du auf dem Herzen? Oder was möchtest du schon lange vom Herzen sagen? Und dann roll dich mit dem nächsten Einatmen Wirbel für Wirbel nach oben. Zieh die Arme lang. Und jetzt streck deine Wirbelsäule. Mach dich richtig lang. Einatmen. Und dann setz deine rechte Hand hinter deinen Fersen, beziehungsweise hinter deinem rechten Fuß. Und dann ganz vorsichtig zieh dein Becken hoch. Erstmal ganz vorsichtig, gar nicht übertreiben. Einatmen. Mit dem Ausatmen komm langsam nach unten und mach mit deinem linken Arm wie so einen halben Kreis. Setz deine linke Hand hinter deinem Fuß. Zieh deinen rechten Arm über deinen Kopf und vorsichtig zieh dein Becken hoch. Einatmen. Und jetzt bleib in deinem Atem. Ausatmen. Ein halber Kreis mit deinem rechten Arm. Einatmen, zieh dein Herz nach oben. Ausatmen. Einatmen. Dann mit dem Ausatmen komm wieder zurück auf deine Fersen. Einatmen, zieh die Arme nochmal lang. Mit dem Ausatmen komm wieder in Vierfüßlerstand. Atme ein, stelle deine Fußspitzen auf und mit dem Ausatmen zieh erstmal sanft deine Knie vom Boden, zieh deinen Bauch Richtung deine Oberschenkel und schieb deine Taille Richtung Decke. Versuche erstmal deine Wirbelsäule zu strecken, deine Finger nochmal zu fächern, denk immer wieder an dein Fundament. Streck die Arme, zieh erstmal dein Steißbein, deine Sitzbeinhöcke Richtung Decke. Kümmere dich erstmal nicht so sehr um, ob deine Fersen auf dem Boden ankommen oder nicht, sondern schaff die Länge in der Wirbelsäule. Und atme. Mit dem nächsten Einatmen marschiere vorsichtig Richtung deiner Hände. Mit dem Ausatmen lass dich sanft in die Vorbeuge sinken. Auch gerne die Knie sanft gebeugt. Lass den Nacken, deine Schulter ganz locker. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und dann nach deinem vollständigen Ausatmen zieh die Arme über die Seite. Komm in die Standposition, in die Bergpose. Einatmen. Verschränk deine Finger, dreh die Handfläche. Nach oben atme ein, zieh dich richtig lang. Und jetzt mit dem Ausatmen dreh dich
aus der Wirbelsäule zur linken Seite. Bleib mit der Hüfte nach vorne. Einatmen, komm in die Mitte. Schau, dass deine Hüfte nicht mitgeht, sondern wirklich nach vorne schaut. Und du drehst dich mit dem Ausatmen zur rechten Seite, nur aus deiner Wirbelsäule. Einatmen, komm nochmal nach oben, mach dich ganz lang, streck die Arme. Ausatmen, komm wieder in die Vorbeuge. Zieh den Bauchnabel nach innen. Einatmen, setz den rechten Fuß richtig weit zurück und setz dein rechtes Knie auf den Boden ab. Bring dein linkes Knie über dein Sprunggelenk. Atme ein, zieh die Arme nach oben. Mit dem Ausatmen bring die Hände hinter deinen Rücken. Greif deine Hände. Atme ein, versuch sanft erstmal die Schulter zu öffnen und dein Herz nach oben zu ziehen. Und entspann deine Hüfte. Versuch dich unten loszulassen. Einatmen. Und aus. Lass auch deinen Blick mit dem Herzen nach oben gehen. Atme aus. Mit dem Einatmen zieh die Arme wieder nach oben. Und dann flexe deine Hände. Und zieh jetzt dich sanft in die erste, sanfte Rückbeuge. Versuch nicht zu übertreiben. Und wie die Monika vorher gesagt hat, wirklich von unten, von innen anfangen, sich nach oben zu ziehen. Dein Brustbein, vielleicht mag die Monika nochmal das erklären. Wie sie das heißt, du gehst nicht mehr, nicht weiter nach hinten, sondern lass dein Becken, die Beine, Beckenmuskulatur schmelzen, entspanne sie und schiebe dein Brustbein nach vorne. Stell dir vor, du würdest an einem unsichtbaren Faden, der an deinem Brustbein befestigt ist, nach vorne gezogen. Du möchtest die Wirbelsäule in einen schönen, anmutigen Bogen bringen. Atme ein und mit dem Ausatmen lass die Arme nach unten sinken. Und jetzt komme hier einfach, bleib mit dem Knie unten, in so einen kleinen, runden Rücken, wie in so eine kleine Katze. Wenn du Knieprobleme hast, jetzt kannst du gerne unter deinem rechten Knie deine Decke oder dein Kissen ablegen. Einatmen, komm nochmal nach oben. Ausatmen, Hände hinter deinem Rücken. Atme ein. Atme aus, löse. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, die Hüfte loslassen. Du musst dir auch vorstellen, dass du deine unteren Rippenbögen nach oben ziehen möchtest. Und wirklich nicht unbedingt in dem unteren Rücken in die Rückbeuge fallen, sondern sich hier öffnen, dein Brustwirbel beweglicher machen. Einatmen. Und mit dem Ausatmen wieder, wie so eine kleine Katze. Mit dem nächsten Einatmen, vielleicht, wenn es für dich okay ist, ziehst du dein rechtes Knie hoch. Ausatmen, greifst du die Hände wieder hinter deinem Rücken. Einatmen, öffnest dein Herz. Ausatmen, lösen. Die Monika wollte was sagen. Wenn du hier die Probleme, deine Balance zu halten hast, stell dir vor, du möchtest deine Knie zueinander zentrieren, zueinander bringen. Das hilft dir, dein Gleichgewicht zu finden. Das stimmt. Mit dem Ausatmen löse die Hände. Und mit dem Einatmen flexe wieder und stell dir vor, du gehst wieder in den wunderschönen Herzöffner. Vielleicht spürst du jetzt etwas aktiver gerade hier deine rechte Leiste und versuch, stell dir vor, du schiebst dein Becken zu uns nach vorne, beziehungsweise bei dir nach vorne und hoch Richtung dein Bauchnabel. Mit dem Ausatmen komm
Atmung wieder tief und geh wieder hier in die sanften Katzenbuckel. Mit dem Einatmen zieh dein linkes Bein zurück, setz die Knie ab. Und mit dem Ausatmen schraube deine Ellbogen, richte deine Rippen und komm in die Bauchlage. Zieh vielleicht deine Hände ein Stückchen nach hinten, schieb dein Fußrücken in die Matte und mit dem nächsten Einatmen roll deine Schultern ganz bewusst zurück, zieh die Ellbogen zurück und versuch dich wirklich aus Kraft aus deinem Rücken nach oben zu ziehen. In die kleine Kobra. Einatmen. Drück dich hoch und mit dem Ausatmen komm in die Kindspose. Auch gerne wieder die Hände beziehungsweise Arme neben deinen Körper und fühl das für dich nach. Nach deinem vollständigen Ausatmen mit dem Einatmen bring die Hände wieder nach vorne, komm in Vierfüßlerstand. Und mit dem Ausatmen zieh dich in den abwärts gerichteten Hund. Mit dem nächsten Einatmen marschier wieder Schritt für Schritt Richtung deiner Hände. Ausatmen, lass dich wieder nach unten sinken. Einatmen, zieh die Arme über die Seite, komm nach oben. Und atme aus. Einatmen. Ausatmen. Die Sonne kommt. Die Sonne kommt. Das ist so schön. Einatmen, bring jetzt den linken Fuß weit zurück in den Ausfallschritt und setz den Knie auf der Matte. Atme ein, komm nach oben und jetzt lass es fließen. Atme aus, bring die Hände hinter deinem Rücken. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Kleine runde Rücken. Einatme. Ausatmen. Hände hinter dem Rücken. Einatmen. Ausatmen. Ein. Und aus. Runder Rücken. Bei der nächsten Runde, wenn du möchtest, kannst du gerne dein linkes Knie abheben. Musst du aber nicht. Ausatmen. Einatmen. Bei dem Herzöffner. Einatmen bedeutet nicht nur Verständnis für die andere und Liebe für die andere zu haben, sondern in erster Linie für dich selbst. Runder Rücken aus. Einatmen. Zieh deinen rechten Fuß zurück. Setz die Knie ab. Und mit dem Ausatmen, du kannst auch gerne, als würdest du deinen Oberkörper sanft nach vorne ziehen. In die Bauchlage kommen. Fußrücken in die Matte ziehen. Und mit dem Einatmen in die sanfte Kobra. Ausatmen. Komm wieder in die Kindspose. Leg die Arme neben deinen Körper, wenn du möchtest. Lass die Schultern nach unten sinken. Öffne die Rückseite von deinem Herzen. Nach deinem vollständigen Ausatmen. Mit dem Einatmen bring deine Hände wieder unter deine Schulter, komm in Vierfüßlerstand. Und
mit dem Ausatmen komm in den Abwärtsgerichteten und mit dem Einatmen marschier wieder vorsichtig, Schritt für Schritt, kleine Schritte Richtung deiner Hände und lass dich wieder ganz genüsslich nach unten sinken. Mit dem nächsten Einatmen zieh die Arme über die Seite, komm nach oben, streck dich. Wenn du jetzt ein Buch oder ein Blog, das ist völlig egal, was du da hast, nimm gerne. Wir haben ein Buch. Gib niemals auf. Gib niemals auf, genau. Ein sehr schöner Titel. Greif den quasi in der Breite. Schau, dass deine Füße für bessere Balance hüftbreit sind und schau, dass deine äußeren Fußkanten parallel zueinander sind. Das ist vom Gefühl, als würde man Fersen ganz leicht nach außen schrauben. Und wieder zieh die Wirbelsäule in die Länge. Und dann nimm dein Buch, zieh die Arme nach oben. Versuch die Schulter zu öffnen und jetzt einfach die Ellbogen beugen. Dein Herz nochmal öffnen. Und hier ist es wirklich, achte darauf, dass du ganz vorsichtig dein Becken Richtung Bauchnabel ziehst, dein Po festmachst, einatmen und mit dem Ausatmen komm wieder zurück. Atme nochmal ein, zieh die Arme und denk immer wieder, dein Herz will nach oben, fall nicht zu sehr in den Hohlkreuz, sondern zieh immer wieder dein Brustbein hoch, deine unteren Rippenbögen nach oben. Besser gesagt, hier lässt du dein Herz sprechen. Einatmen und aus. Einmal mehr atme ein, zieh die Arme nochmal aktiv nach oben. Atme aus. Und mit Einatmen lass nochmal dein Herz nach oben. Vielleicht will dein Herz schon sehr lange ausbrechen, raus in diese Welt. Also lass dein Herz ruhig sprechen. Einatmen. Ausatmen. Leg dein Buch zur Seite oder dein Block, was du jetzt gerade da hattest. Atme ein, zieh dich nochmal nach oben. Atme aus, komm in die Vorbeuge. Auch gerne hier Knie immer wieder sanft gebeugt zu lassen. Rechter Fuß geht zurück, einatmen. Atme aus, sink deine Hüfte nach oben. Einatmen, zieh deine Arme nach oben. Atme aus, bring die Hände hinter deinem Rücken. Und jetzt ganz vorsichtig, verlage dein Gewicht auf deinen vorderen Fuß, beug dich nach vorne und jetzt versuch dein rechtes Bein von dem Boden zu lösen. Hier ist es auch nicht wichtig, dass du mit deinem Oberkörper parallel zum Boden kommst. Du kannst auch gerne deinen großen Zeh auf dem Boden lassen und trotzdem Schulter öffnen, Brustkorb öffnen. Und jetzt beug deinen rechten Fuß, komm mit dem Oberkörper nach oben und jetzt greif mit deiner rechten Hand deinen rechten Fuß und streck deinen linken Arm nach vorne. Bleib erstmal da, wo du ankommst. Einatmen. Mit dem nächsten Ausatmen löse deinen Fuß, geh mit deinen linken Fingern bis zum Boden und öffne deine Hüfte zur rechten Seite. Einatmen. Mit dem Ausatmen dreh dich zurück zum Boden, setz deinen rechten Fuß hinten ab. Atme aus, sink die Hüfte nach unten. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen.
und ausatmen. Und dann wieder in deiner Option. Löse deinen Fuß. Atme ein. Komm mit dem Oberkörper leicht nach oben. Greif mit der rechten Hand den rechten Fuß. Streck den linken Arm nach oben. Oder bleib in der Option bei der Monika. Wenn du mit der Hand nicht bis zum Fuß ankommst und versuch ein bisschen mehr dein Herz wieder nach oben zu ziehen und wie so ein Druck zwischen deinen rechten Fuß und deine rechte Hand aufzubauen. Einatmen, mit dem Ausatmen löse deinen Fuß, bring deine linke Finger wieder auf den Boden und drehe die Hüfte sonst nach vorne. Einatmen. Mit dem Ausatmen setz deinen rechten Fuß wieder hinten ab. Atme ein, abwärts gerichteter und atme aus. Atme ein, roll dich nach vorne, setz die Knie ab. Ausatmen in die Liegestütze. Sanfte Kobra ein. Abwärts gerichteter Hund aus. Und atme. Bleib kurz hier. Nach deinem vollständigen Ausatmen dem Einatmen wieder kleine Schritte und atme aus in die Vorbeuge. Atme ein, komm in die Bergpose und atme aus. Ob ihr glaubt oder nicht, ich bin so aufgeregt, dass mein Herz die ganze Zeit nur so bum-bum macht. Und dafür ist deine Stimme so ruhig. Die merken gar nichts, oder? Hört sie mich schnaufen? Einatmen. Zieh dich lang. Ausatmen. Komm in die Vorbeuge. Jetzt geht dein linker Fuß weit zurück in den Ausfallschritt. Atme ein. Und jetzt lass die Hüfte nach unten sinken, so dass dein Knie über dein Sprunggelenk landet. Atme aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und jetzt drück ganz fest deinen rechten Fuß gegen die Matte. Und dann, wenn du soweit bist, zieh dein linkes Bein nach oben. Versuch hier wieder nicht in den Schultern einzufallen. Und dann beug das linke Knie, heb dein Oberkörper. Und du bleibst wieder entweder in der Option bei der Monika oder wie bei mir. Du greifst deinen linken Fuß, streckst deinen rechten Arm nach vorne. Und erstmal gar nicht so viel akrobatische Sachen machen, sondern wirklich da, wo du jetzt gerade bist. Einfach da kurz einen Moment bleiben. Einatmen. Mit dem Ausatmen löse deinen Fuß. Lande mit den rechten Finger auf dem Boden. Und dann öffne deine Hüfte nach links. Einatmen. Mit dem Ausatmen dreh dich wieder zurück zum Boden. Setz deinen linken Fuß auf den Boden ab. Einatmen. Ausatmen. Zieh dein Herz nach oben. Atme ein. Atme aus. Beug dich über deinen rechten Oberschenkel. Einatmen. Zieh dein linkes Bein. Atme erstmal aus. Einatmen, beug das linke Knie, heb deinen Oberkörper. Finde deine Option, greif den Fuß. Bring deinen rechten Arm nach vorne und jetzt versuch hier mehr dein Herz zu öffnen.
den linken Fuß mehr Richtung Decke zu ziehen. Einatmen. Ausatmen, lösen. Lass die rechte Finger wieder zum Boden sinken. Atme ein. Öffne dich. Was immer hilft, die Balance zu halten, ist diese Bewegung mit den großen Zehenballen. Drück den fest in die Matte hinein und beuge sanft das Standbein. Und beim Halbmond ist nicht wichtig, dass das obere Bein hochkommt, sondern senke es vielleicht ein paar Zentimeter tiefer. Dann merkst du gleich, dass du dein Gewicht besser halten kannst und spanne den Oberschenkel fest an. Einatmen. Das war jetzt ein Challenge, Halbmond-Challenge. Ja. Ausatmen. Setz den linken Fuß weit zurück. Zieh den rechten Fuß zurück in abwärts gerichteten Hund. Einatmen, roll dich nach vorne in die Planke. Vielleicht fühlst du dich jetzt schon etwas besser und gestärkt. Kannst du gerne auch deine Knie jetzt oben lassen. Schraub deine Ellbogen nach innen und komm hier in die Bauchlage. Zieh den Fußrücken in die Matte und zieh dich wieder in die sanfte Cobra. Und vielleicht kann die Monika euch nochmal erklären, wenn du jetzt etwas höher gehen möchtest, auf was du achtest. Beuge hier nochmal deine Ellenbogen. Rolle die Schulter hoch und nach hinten und zentriere die Ellenbogen zur Körpermitte. Und achte drauf, wenn du in die Cobra gehst, dass das auch etwas von diesen Wellenbewegung hat. Das heißt, du machst das Wirbel für Wirbel und der Kopf kommt immer als letzter. Stell dir wieder den Faden am Brustbein vor, der dich nach vorne, weit nach vorne zieht. Und stell dir vor, du möchtest mit deinen Händen die Matte nach hinten ziehen. Stimmt, das fühlt sich ganz anders an. Ich glaube, das reicht. Atme eins, drück dich nach oben. Atme aus, komm in die Kindspose. Fühl nochmal für dich nach. Vielleicht nimmst du jetzt wirklich deine Wirbelsäule ziemlich wahr. Ob das jetzt oberer Rücken ist, ob das dein Brustwirbel oder unterer Rücken. Einfach fühlen, wahrnehmen, beobachten und sich immer wieder fragen, was ist deine Absicht heute in der Stunde? Möchtest du mehr auf deine körperliche Ebene bleiben? Oder möchtest du tatsächlich mehr Richtung deines Herzens gehen, mehr da schauen? Völlig egal, wie du dich entscheidest. Und da nach deinem vollständigen Ausatmen. Setz deine Hände vorne ab, kommen Vierfüßlerstand. Und dann bring deinen linken Unterschenkel ungefähr 45 Grad, das heißt dein linkes Knie zu deinem linken Handgelenk und komm in die Taube. Dadurch, dass du ein Buch oder ein Kissen hast, ist eine ganz gute Möglichkeit, dich hier selbst zu unterstützen, indem du unter deiner linken Pobacke, bei der Monika sieht man ganz gut vorne, einfach den Kissen ablegst, dass du dich selber sanft ausrichten kannst. So, dass deine Beckenknochen gerade nach vorne parallel zueinander sind. Und hier ist es wirklich wichtig, was die Monika vorher gesagt hat, die Wirbelsäule hier auszurichten. Weil gerade in der Taube ist es tatsächlich, gehen wir aktiv in dem unteren Rücken in die Rückbeuge. Und da muss man schauen, dass die
untere Bandscheiben sich nicht aktiv zusammendrücken. Vielleicht mag die Monika es richtig schön erklären. Hier in der Taube hätte ich auch noch ein paar Tipps für dich, wie du dein Becken, dein Fundament in dem Fall gut ausrichten kannst. Hebe jetzt dein hinteres Knie hoch. Stell dir vor, du möchtest den Oberschenkel nach innen rotieren. Und dann leg dein Knie ab und leg deinen Fußspann ab, sodass dein kleinen Zehen die Matte berührt. Hebe jetzt dein Becken und mach einen sanften Enthinpo. Von hier aus, wenn dein linkes Bein jetzt vorne ist, gebeugt, ziehe deinen rechten Beckenkamm, also Hüfte rechts, weiter nach vorne zu deinem linken Knie, zu dem gebeugten Knie. Und dein linker Beckenkamm kommt zurück. Und jetzt merkst du sofort, wie dein Becken richtig sich ausrichtet. Und vor allem der Druck aus dem unteren Rücken weggeht. Dann ziehe dein Schambein hoch, Nabel nach innen. Kreise die Schulter hoch und nach hinten und stell dir hier wieder vor, dass du mit deinen Fingerkuppen die Matte nach hinten ziehen möchtest. Nochmal, kleinen Zeh auf die Matte. Spannung in den rechten Oberschenkel. Becken hoch, Endhinpo. Rechte Beckenkamm nach vorne, linke zurück. Fingerkuppen ziehen die Matte nach hinten. Öffne dein Brustbein, öffne deine Rippen. Wie geht's dir, Alina? Ja, gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich lerne jedes Mal immer was dazu. Also ich bin immer für jede Inspiration offen. Hier kannst du natürlich ein bisschen tiefer kommen, wenn du magst, aber achte auf die richtige Ausrichtung, dass der Rücken gerade bleibt. Genau, du kannst jetzt wirklich, wie die Monika jetzt gezeigt hat, die Optionen nach vorne kommen, auf die Ellbogen ablegen. Oder wenn du jetzt sagst, okay, du bist sehr flexibel und ein bisschen geübter, du kannst gerne jetzt dein rechtes Knie beugen, einen großen Kreis mit deinem rechten Arm machen und erstmal den rechten Fuß greifen. Atme jetzt ein und jetzt mit dem Ausatmen möchtest du auch deine rechte Schulter mit deinem rechten Becken nach vorne ziehen, also um die Schulter mehr zu öffnen. Einatmen, ausatmen. Wenn du jetzt, du kannst jetzt gerne hier bleiben, oder wenn du dein Tuch oder dein Gurt in der Nähe hast, jetzt hast du die Möglichkeit, vielleicht etwas tiefer zu gehen, indem du einfach ein Tuch unter deinem Fuß oder an deinem Fuß hast, greifst mit beiden Händen dein Tuch, ziehst die Ellbogen zueinander und dann kannst du die Länge von deinem Tuch verkürzen, indem du wieder mehr dein Herz öffnest. Das heißt, deine Rippenbögen mehr Richtung Decke ziehst. Ein gutes Gefühl. Einatmen. Mit dem Ausatmen vorsichtig lösen. Stell die Hände auf. Atme ein. Zieh dich hoch. Und mit dem Ausatmen komm in den abwärts gerichteten Hund. Versuch jetzt hier dich in dem Hund ein bisschen mehr zu bewegen. Mal die Ferse nach links, mal nach rechts. Zu drehen. Und dann sich wieder in der Mitte einzupendeln, nach vorne in die Planke zu rollen, die Knie abzusetzen und kurz in die Gegenbewegung zu kommen, indem du wieder in den Kindspose kommst. Entscheide du, ob du dir mit den Fäusten wie so ein Kissen für deine Stirn bildest. Oder du legst die Arme wieder neben deinen Körper und lässt die Stirn nach unten fallen. Entscheide du dich.
vielleicht magst du ganz bewusst in die Haltung reinzuspüren. Ich finde diese Haltung, die Taube, tatsächlich sehr, sehr intensiv. Nicht nur körperlich, sondern auch auf eine emotionale Ebene. Weil wir da nicht nur unser Herz öffnen, sondern auch unsere Hüfte. Und man sagt, dass in unserer Hüfte unsere Emotionen oder unsere Seele auch ihr Zuhause hat. Also schau, wie tief du bereit bist, heute in die Haltung zu gehen. Nach deinem vollständigen Ausatmen. Mit dem Einatmen komm wieder in Vierfüßlerstand. Und dann bring jetzt deinen linken und rechten Unterschenkel ungefähr 45 Grad. Oder derjenige, der richtig beweglich ist, kann auch tatsächlich das Knie 90 Grad Winkel machen. Ich kann es nicht. Monika, wie geht's bei dir? Also ich finde, jeder sollte für sich entscheiden. Es muss jetzt kein 90 Grad Winkel sein. Ja, weil wir sind alle unterschiedlich gebaut. Und unser Kniegelenk ist dafür ausgerichtet, dass er sich tatsächlich entweder nach oben oder nach unten beugen kann, bewegt. Also der bewegt sich nicht unbedingt zur Seite. Und manche sind so gebaut, dass die wunderbar sich nach außen rotieren können. Ich bin eher Innenrotationer. Also wirklich schau, dass du, wie die Monika uns so toll eingeleitet hast, die rechte Pobacke hebst, den kleinen Zeh, den linken Zeh in die Matte schiebst, den Oberschenkel heben und das Bein sanft nach innen rotieren. Stell dir vor, du möchtest nicht das Knie, sondern den Oberschenkel ablegen. Dann ruht das Gewicht nicht auf dem Knie, sondern mehr auf den Oberschenkel. Ja, stimmt. Becken hoch, kippe es nach vorne und dann ziehe Dein linken Becken kam, Becken links nach vorne und Becken rechts nach hinten. Den rechten Becken kam nach hinten, den linken nach vorne. Von hier aus ziehst du dein Schambein hoch, Bauchnabel nach innen. Kreist du mit den Schultern hoch und nach hinten und öffnest dein Herz, öffnest deinen Brustkorb. Deine Fingerkuppen ziehen die Matte nach hinten. Bleibe hier und das Allerwichtigste, du ziehst deinen Mundwinkel nach oben. Genau, da war doch was. Wir ziehen heute alles nach oben. Wir öffnen uns und wir ziehen heute alles nach oben. Und die Mundwinkel sind natürlich mit dabei an der ersten Stelle. Die Mundwinkel ziehen quasi automatisch nach oben und das Herz gleich mit. Wenn man die Gesichtsmuskulatur entspannt, kann man auch besser atmen. Ja. Und vor allem ganz wichtig, es hat natürlich auch einen Grund, Gesichtsmuskulatur ist mit deiner Beckenmuskulatur, auch mit deinem Beckenboden vernetzt. Und das hilft dir, die richtige Position anzunehmen. Du hast wieder die Möglichkeit, in deine Option zu gehen, zu vertiefen, entweder hier im Sitzen zu bleiben, du kannst auch gerne sich komplett abzulegen, also wirklich schau, was das für deine Hüfte, für deinen Rücken okay ist. Oder wenn du mit mir tiefer in die Rückbeuge gehen magst, dann kannst du dein linkes Knie beugen, entweder hier nur mit der Hand greifen. Und wenn du sagst, es ist für dich schon völlig okay, du möchtest gar nicht tiefer gehen, dann hör auf deinen Körper mit deinem Herzen oder du machst dein Tuch um deinen Fuß, so wie ich oder auch nicht.
Die Alina versucht es. Genau. Ich glaube, die Seite mag. Du deckst dich einfach. Seht ihr, mein Körper will auf der Seite nicht. Also lasse ich es einfach sein. Versuche mich jetzt nicht. Das sind die muskulären Ungleichgewichte. Ja. Rechts zu links ist vollkommen in Ordnung. Akzeptiere es. Und nimm es an. Nimm es an. Gib dem Ganzen einfach einen Raum. Wie auf dem Buch steht, gib niemals auf. Ja. Denn ah. John hat das Buch geschrieben, wenn dich das interessiert. Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen löse es. Stell deine linke Fußspitzen auf, drück dich nach oben, zieh dich in den abwärts gerichteten Hund. Und versuch hier wieder, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Mal Becken nach rechts und links zu kippen. Und dann wieder in der Mitte anzukommen, mit dem Ausatmen, mit dem Einatmen nach vorne zu rollen, Knie abzusetzen und mit dem Ausatmen wieder in die Kindspose. Nach deinem vollständigen Ausatmen. Mit dem Einatmen roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Komm jetzt in die Rückenlage. Nochmal ein schöner Ausgleich für deinen unteren Rücken. Zieh erstmal die Knie zu dir ran. Versuch hier beide Knie mit deiner rechten und linken Hand greifen und einfach so eine Kreise von außen nach innen oder von innen nach außen aus dem Hüftgelenk und dann ganz sanft von rechts nach links zu kippen. Und dann schließ deine Knie, öffne deine Arme auf Schulterhöhe und dann lass deine Knie zu uns nach vorne gehen. Und hier wieder achte darauf, dass du jetzt nicht unbedingt mit dem Knie bis zum Boden schaffst. Wenn du dein Buch oder dein Kissen ablegen möchtest, schau, dass deine hintere Schulter nicht abhebt. Dass du wirklich mit Schulterblatt, mit der Schulter möglichst auf dem Boden bleibst. Nach deinem vollständigen Ausatmen, mit dem Einatmen zieh deine Knie nach oben und mit dem Ausatmen lass die auf die andere Seite kippen. Nach deinem vollständigen Ausatmen, mit dem Einatmen zieh die Knie nochmal nach oben, umarme deine Knie, zieh die zu dir ran. Und dann noch anschließend, komm in die Happy Baby Pose. Das heißt, du öffnest deine Knie nach außen und schiebst deine Fußsohlen Richtung Decke und greifst die äußere Fußkante. Wichtig ist, dass dein Steißbein nicht nach oben geht, sondern dass du aktiv dein Steißbein nach unten ziehst. Wenn du sagst, die Happy Baby Pose ist überhaupt die Haltung, die du nicht magst oder für deinen Körper sich nicht gut anfühlt, greif einfach deine Oberschenkel von innen und lass die Knie einfach gebeugt, das heißt die Fersen zum Gesäß fallen und einfach hier die Hüfte nochmal öffnen und entspannen. Also such deine Option aus.
nochmal in den unteren Rücken zu neutralisieren. Atme aus und dann gehe langsam aus der Haltung, stelle deine Füße auf den Boden ab, streck deine Beine auf den Boden aus, versuch die so weit wie deine, so breit wie deine Matte nach außen zu öffnen und dann die Füße bewusst nach außen zu kippen und dann leg deine linke Hand auf dein Herz, deine rechte Hand auf deinen Bauch, schließ deine Augen. Vielleicht nimmst du jetzt auch deinen Herzschlag wahr. Und dann schaff die Verbindung ganz bewusst zwischen deinem Herzen und deinem Bauch. Hör auf dein Herz. Hör deinem Herzen zu. Und geh das, auf das Ganze auch mit deinem Bauchgefühl ein. Und bleib jetzt noch ein paar Minuten liegen in der Verbindung zwischen deinem Herzen und deinem Bauch. Wir verabschieden uns ganz leise. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Geh mit offenen Herzen, mit offenen Schultern durch die Woche, durch dein Leben, durch deine Aufgaben. Hab Verständnis für dich selbst und für die anderen. Mitgefühl, Empathie. Und ganz wichtig, Geduld. Namaste.